Die US Open stehen an. Wen hast du denn auf der Rechnung, sowohl bei den Damen wie auch bei den Herren? Ui, das ist irrsinnig schwierig. Dadurch, dass der Dominik jetzt nicht spielen kann, muss ich mir natürlich entscheiden, wer könnte es gewinnen. Es gibt einen Medvedev, es gibt einen Berrettini, es gibt einen Sascha Zverev. Also das sind sicherlich Anwärter. Ich glaube, natürlich Novak Djokovic nicht zu vergessen. Ich glaube, dass es jetzt einen neuen Grand-Slam-Sieger geben wird. Ich glaube nicht, dass Novak Djokovic, der jetzt doch ein paar Schwächen und ein paar Niederlagen kassiert hat, die US Open gewinnen wird. Deswegen bleibt es spannend. Bei den Damen ist es ja immer so eine offene Geschichte. Naomi Osaka, wäre schön, wenn ihr ein Sieg wieder gelingen würde. Ich glaube nicht mehr an Serena Williams, denn mir scheint, dass dieser 24. Titel immer weiter wegrückt von ihr. Sie ist ja auch schon 40 jetzt dann. Von dem her wird es nicht leichter. Ja, ich glaube Naomi Osaka, vielleicht Garbiñe Muguruza. Wie gesagt, es ist schwierig, sich jetzt auf einen Namen zu fokussieren.